So, Freunde, wir haben nun endlich Klarheit darüber, was Superzell auf Global gehen wird. Wir haben nun endlich Klarheit darüber, dass ein Tanamata-Banner kommen wird auf Global. Dementsprechend gucken wir uns gleich alle Infos und Details an. Und Freunde, sorry dafür, aber viele von den Türen lassen sich wirklich sehr schwer öffnen. Also am Anfang ging das wirklich sehr, sehr clean, aber mittlerweile ist das ein bisschen schwierig. Deswegen verzeiht, falls es den einen oder anderen triggert, kann ich mir schon vorstellen, dass es das tut. Jedenfalls, Freunde, die Global News werden gleich auf jeden Fall nice. Und da wünsche ich auf jeden Fall jetzt schon mal Spaß mit dem Video. Was gab man aus die Fighter Hose hier? Und wir haben nun endlich Merry Christmas Campaign Part 2 auf Global. Wir wissen nun endlich Bescheid, was Sache ist. Wir wissen zum einen auch endlich, dass das Tanabata-Banner auf Global kommen wird, wie es sein wird und wann es erscheinen wird. Deswegen gucken wir uns mal alle Informationen und Details an. Ich grüße euch recht herzlich zum heutigen Video. Zum normalen Login-Boni haben wir jetzt nun Herkul-Login-Boni. Heißt, ihr bekommt zusätzlich gewisse Sachen, unter anderem Stones, Items und so fort, zusätzlich zu eurem normalen Login-Boni. Herkuls-Login-Boni geht bis zum 26. Dezember. Wir haben Special Missions, Freunde. Part 2 gucken wir uns gleich an. Wir haben einen Dragonstone-Sale. Könnt ihr euch gerne abchecken. Das LR-Banner von Kale und Kaliflas online. Und wir haben ein Special Santa-Claus-Banner, sorry. Das ist eben ein Banner. Das ist ein Elderkai-Banner, Freunde. Da könnt ihr euch quasi Santa Claus holen. Muss nicht unbedingt sein, falls Elderkai braucht. Aber man kann an sich viele Elderkai schon holen, sei es durch Missionen, durch den Login bekommen wir ein paar und auch durch den Barbershop und so weiter. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde, Santa Claus Banners online. Jetzt zu Ella Kalife und Kills Banner, Leute. Sei folgendes gesagt, wenn ihr schon gesammelt habt, lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Wenn ihr noch sammeln werdet, wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Das Banner ist ein LR-Banner, wir haben 12 SSR Featured, aufgeteilt durch 5% und 5% aufgeteilt für die nicht Featured SSR. Natürlich ist der GSSR Slot pro Multi sehr nett, weil er zu 95% eben nicht Featured ist und man dort ja die 95% eine Chance hat, dass man einen nicht Featured Charakter zieht, und aus den nicht Featured Reihen gibt es halt sehr viele nicht Featured LR. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid und vor allem wenn ihr Free-to-Play seid und ihr eben nicht wisst, sollte ich in das Banner, in das LR-Banner von Kalifla und Kale reingehen oder nicht, dann geduldet euch noch ein wenig. Wartet ab bis Neujahr, Freunde. Denn zu Neujahr könnte eventuell ein Step-Up-Banner kommen. Und ein Step-Up-Banner ist definitiv vom Nutzen her und vom Mehrwert her deutlich besser als ein LR-Banner. Das LR-Banner von Kalifla und Kale ist bis zum 6. Januar online. Das heißt, ihr könntet euch auf jeden Fall noch gedulden, sofern ihr es könnt. Wäre ein Ratschlag von mir für all diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie das sammeln werden oder nicht, Freunde. Wartet noch bis Neujahr ab. Ansonsten, wie gesagt, all diejenigen, die gesammelt haben, sehr, sehr viel Glück. Wir haben das Extreme Circle von Freezy, welches online ist. Dementsprechend ist auch sein Banner online. Wir haben das Wicked Bloodline Banner, Kategorie Banner. Dann haben wir an der Stelle noch gewisse Tickets im Pilaf's Show, man kennt's. Wir haben das Extreme Circle von Freezer online. Wie gesagt, gucken wir uns gleich näher an. Das Dokument von Freezer ist täglich online bis zum 6. wegen dem Extreme Circle. Wir haben ein neues Story-Event, beziehungsweise kein neues, aber es wurde erneuert. Ist ein altes Story-Event, wurde erneuert. Schauen wir uns gleich auch an, denn dort könnt ihr dann wieder Stones holen und so und so fort. Diese Story-Events sind wieder online, ebenso wegen der Periode bis zum 6. Januar. Und Barts, Freunde. Am 25. Dezember kommt zum einen für die Pilastrof ein Christmas Packs oder Christmas Packs vom Online. Aber da ist das Ding. Am 25. Dezember um 7.30 Uhr morgens unsere Zeit erscheint dieses Tanabata Banner auf Global, heißt es Merry Christmas Dokkan Festival. Hier wird es drei Arten geben, hier zu sammeln. Unter anderem ganz normal mit Stones, Merry Christmas Dokkan Festival. Dann haben wir Merry Christmas Dokkan Festival Ticket Summons. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir haben diese Merry Christmas Tickets über ein Login bekommen, über Missionen und so fort, über die letzten Tage. Da bin ich drauf gespannt, wie es mit den Tickets sein wird. Ich denke, es wird ganz normal sein, sage ich mal, mit diesen Tickets. So ein Ticket ist ein Charakter, sage ich mal. Ob Multi-G, SSR wird und so fort, sehen wir dann am 25. Aber dann gibt es auch noch Merry Christmas Premium Dokkan Festival Ticket Summons. Ihr seht es auch schon hier am Bild. Ist sicherlich käuflich durch Pilaf's Trove. Was das für einen Zusatz gibt, kann ich nicht sagen. Könnte vielleicht sein, dass eben GSSR garantiert oder es garantiert dir ein Featured SSR, oder es ist so wie bei Freezy, gab es ja, dass man mit einem Ticket 20 Charaktere beschwören konnte. Wissen wir nicht, wissen wir dann am 25. Da sprechen wir uns nochmal. Jetzt wegen diesem Merry Christmas Banner, wieso haben so viele darauf gewartet? Comeback von LF4-facher Goku, LF4-facher Vegeta, ihr seht es. Und Gott sei Dank, wir haben nun endlich die Klarheit, Gohan und Goten werden auch in diesem Banner sein. Jetzt folgendermaßen, das Banner, um es klarzustellen, ich freue mich nicht auf das Banner oder ich mag dieses Banner nicht, um dort zu summonen. Das Banner ist zum Summonen eine Katastrophe, die Rates sind sehr, sehr gering, da sind sehr viele SSR Featured, das ist eine Katastrophe. Aber wir haben, oder ich habe sehnsüchtig danach gewartet, damit wir eben diese Charaktere durch die Coins holen können. Ja, diese LR-Charaktere, die Dokkan-Fessel-LR, können wir durch die roten Coins holen. Ein LR kostet jeweils 500 Coins und ich habe euch immer und immer wie gesagt, es wäre eigentlich immer am schlausten, wenn man auf dem Dokkan-Fest LR spart.
hängt natürlich bei jedem anders ab, ob man, wenn man andere Dokkan-Charaktere braucht, kann man das auch holen, so ist es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, Freunde. Dokkan-Fest LR wäre am besten, wenn man das mit den Coins holen könnte. Die Sache ist, Vielfalt Goku und Vegeta sollte man auf jeden Fall holen können. Gohan und Goten, Freunde, sollte man eigentlich nach der Logik von Dokkan Battle auch durch die Coins holen können. Denn wenn ein Charakter einen Comeback feiert in dem Banner, dann kann man ihn, also nach seinem ersten Erscheinen wieder in einem Banner featured ist, wieder zurückkommt, ein Comeback hat eben, dann kann man ihn eigentlich mit den Coins holen. Wenn da nicht dieses eigentlich wäre, ich hoffe, man kann Gohan und Goten auch direkt holen, weil das gab es schon mal, dass quasi zum Beispiel der Tech LR Broly nicht in die Rotation kam, dass man ihn mit den gelben Coins holen konnte. Ist aber auch vielleicht ein anderes Thema, aber hier bin ich noch ein bisschen skeptisch von. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Warum bin ich skeptisch? Weil auf JP war, beziehungsweise auf JP konnte man Gohan und Goten nicht mit den Coins holen, aber das war auch, weil sie doch zum ersten Mal erschienen sind. Auf Global ist es die Zeit des Erscheinen, Freunde. Ich hoffe es, dass man wirklich alle drei Manifest holen kann mit den Coins. Bei Goku Vegeta bin ich mir sicher, bei Gohan und Goten weiß ich nicht, da könnte ich Global einfach alles zutrauen. Wir sprechen uns am 25. nochmal ab, Freunde. Wie gesagt, das Banner ist für mich sehr, sehr wichtig wegen den Coins. Ansonsten, wie gesagt, das haben wir schon alles besprochen. Wir haben hier Hercule Login Boni, ist ein Zusatz. Wenn ihr euch einloggt, könnt ihr eines dieser Sachen bekommen. Wenn ihr Ultra Super Lucky seid, bekommt ihr das hier. Wenn ihr Super Lucky seid, bekommt ihr eines von dem hier. Und wenn ihr eben nur Lucky seid, bekommt ihr eines von denen hier. Wir haben die Special Missions, Leute, die gucken wir uns auch noch genau an. Dann haben wir noch die Events, die wir uns angucken werden. Daily hat sich nichts geändert. Part 2 Missionen sind hier folgendermaßen, Freunde. Schafft eine Stage aus dem Growth Event bis zu dreimal. Growth Event ist hier, Freunde. Ihr geht einmal auf Event, Bats, und dann gibt es einen Growth Tab. Bam, hier seht ihr das. Aus diesem Event müsst ihr 3 Stück schaffen, Freunde. Aus den Growth Events. Das ist damit gemeint im Prinzip. Da müsst ihr bis zu 3-mal trainieren, Freunde. 100 Knoten im Hidden Potential System öffnen. Und ein Extreme Set bis zu 3-mal gewinnen, bis zu 7-mal gewinnen. Einen Charakter auf SA bis zu 10 bringen, bekommt die ganzen Sachen, die hier gelistet sind. Ihr müsst eine Stage schaffen, indem ihr keine Support-Items nutzt. Bis zu 3-mal. Ihr müsst eine Stage schaffen, indem ihr nur Super Attacks nutzt. Bis zu 3-mal. Ihr müsst eine Stage schaffen unter 2 Minuten 30 Sekunden. Bis zu 3-mal. Und wenn ihr alles geschafft habt, bekommt ihr 5 Stones. Also alle Christmas Missionen auch von Part 1. Dann bekommt ihr 5 Stones. Diese Tickets, wie gesagt, auf die ich interessant bin, wie man sie, also was sie auswirken werden, ob es einfach normale Tickets sind, also ein Ticket, ein Charakter oder GSR geben wird im Tanabata-Banner, wie gesagt. Oder ich nenne es einfach mal Christmas-Banner, ist jetzt Globals quasi Christmas-Banner, aber das meinte ich mit dem Tanabata-Banner, dass es jetzt quasi Globals Christmas-Banner ist. Extreme Z-Battle von Freezy, Golden Freezer, Freunde, nach seinem Ise, ein sehr guter Charakter. Level 1 bis 30 gibt es alle Sachen, die ihr braucht, Freunde, alle Medaillen, um ihn Extreme Z zu awaken. Ihr bekommt auch die Stones und die Kais und so und so fort. Extreme Int-Charaktere haben einen Vorteil gegen ihn und Wicked Bloodline-Kategorie. Und dann haben wir noch folgende Infos zu seinem Ise, Freunde. Wird ein Showcase zu ihm kommen. Er ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter nach seinem Ise. Tech-Charakter gibt mir Key 3, 120%, hat auf den Angriff immer 80%, hat eine Damage-Reduction von 80% gegen alles. Also die 80% auf seinen Angriff hat er immer, aber wenn die HP 50% und drüber sind, hat er noch eine 80%ige Damage-Reduction. Sind die HP dann aber 49% und drunter, hat er eine 50%ige Damage-Reduction gegen alles. Einfach 50%, das ist übertrieben gut. Und bekommt zusätzlich auf den Angriff 50%. Das wäre es auch zu dem Boy an der Stelle. Die Story-Events sind online, Freunde, wie gesagt, die könnt ihr euch gerne mal abchecken. Das würde ich euch gerne ein bisschen näher bringen. Das wurde nämlich jetzt quasi erneuert. Heißt, ihr könnt hier auch wieder alle Stones bekommen und so fort. Müsst auch alle Stages machen. Ist aber eine gute Anzahl an Stones, Freunde. Allein durch die Stages würde ich auf jeden Fall holen. Die Medaillen, die ihr braucht für die gewissen Charaktere, sind auf diesen Stages, wie es gelistet ist. Dieser Gohan hier hat einen Dokkan-Ranking bekommen. Droppt auf Stage 8, könnt euch Free-to-Play erfarmen. Und zwar nach seinem Dokkan-Ranking mit ihm folgendermaßen. Ist ein bisschen komisch. Aber er hat durch die Passive Key-Plus-Zeit auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Bekommt zusätzlich Key-Plus-Zeit Attack auf 30%. Wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft, bekommt zusätzlich Key Plus 2 Attack auf 30%. Wenn ein Movie-Boss-Gegner vertreten ist, bekommt zusätzlich Key Plus 2 Attack auf 30%. Wenn er gegen einen Time-Travelers-Gegner kämpft. Komisch, komisch, aber ja, den Boy könnt ihr quasi euch erfarmen mit dem Medaillen Awaken. Ganz wichtig hier, guckt auch bei sehr vielen Events nach auf sowas, Freunde. Nutzt diese Bonus-Rewards. Also hier in dem Fall, in diesem Event, wenn ihr Hybrid-10-Kategorie-Charaktere nutzt, erhöht ihr eure Jobs. Dementsprechend macht das auf jeden Fall. Ansonsten wären das tatsächlich alle Informationen und Details super sein. Lasst mich bitte auf jeden Fall gerne wissen, was ihr davon haltet. Geil, also endlich wissen wir, was jetzt abgeht, dass das Tanabata-Banner kommt und so fort. Wie gesagt, für alle Spieler, die sich nicht sicher sind, soll ich hier reingehen oder nicht,
Geduld euch auf neuer Freunde. Neuer Sepper-Banner ist vom Mehrwert deutlich besser als so ein LR-Banner. Denn das im Neujahres-Banner werden auch neue Charaktere hinzukommen. Also wir hatten ja letztens schon ein Sepper-Banner, das war ein bisschen wegen dem Timing komisch auf Global, das meinte ich damit. Aber in dem, wenn jetzt, falls es zu einem neuen kommen wird, es ist nicht garantiert, Freunde, aber. Letztes Jahr kam es dazu, ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Jahr auch hoffentlich dazu kommen wird. Wenn es dazu kommt, Freunde, dann werden aber auch mehrere Charaktere im Banner sein, ja, und nicht so wie das letzte Step-Up-Banner. Deswegen, falls ihr euch fragt, ja, ich habe doch letztens schon gesagt, was habe ich für einen Mehrwert, da sollten auf jeden Fall auch mehrere Charaktere featured sein. Ansonsten, wie gesagt, so viel zur Information zu dem heutigen Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be